Kannst du noch weiterziehen? So. Mach mal die Arme so ein kleines Stückchen weiter nach vorne. Nicht die Arme selbst, ne? Warte mal, ich komme mal, bleib mal so, du wirst nicht. Ja, ist klar! Ja, hallo, dann bist du dran. Ich werde sehr schön mal, schreien. Weißt du, wie lange die Martina hier rumgebogen hat und wie lange ich da immer stehen muss? Das war nicht. Ja, soll ich die gerade, nicht so weit nach hinten, sondern gerade. Ja, und anwinkeln. Ja, so, und dann machst du auf. Genau, damit man die bewegt, damit man eine Bewegung sieht. Hast du? Ja. Ja, so sieht gut aus. Ja. So, jetzt müssen wir an den Beinen arbeiten. Das Bein sollst du nicht einfach nur so durchstrecken, so. Ja, sondern ja, dass du stehst da drauf und machst so. Guck mal, wie ich das habe. So. Anwinkeln. So. Und jetzt spannst du das an. Ganz genau. So, dass man das hier sieht. Darunter und die Wade. Siehst du? Genau. Schmerz. Warum? Hier. Ja, normal. Du hast gesagt, das Bodybuilding. Wo sind du immer will? So, die Arme wahrscheinlich dazu. Ja, genau. So, dann spannst du das Standbein noch mit an und stellt sich mal ein ganz kleines Stückchen mehr. Nee. Gerade nur so. Ja. Mhm. Jetzt hast du der Dings wieder zu weit hinten. Ja, genau. Und auf. Sehr gut. Schön sieht's aus. Ja, cool. Ja, sehr gut. Was habt ihr denn das? Brust, ja? Ihr seht dieses Kurzatmige, ja? Etwas kurzatmig. Das wird auf Diät dann natürlich viel besser. Ja? Ja? Ich bin auch schon auf Diät. Also dann, das wird dann besser, wenn man sieht, dass man auf Diät ist. Ja? Das ist jetzt auch fast. Interview machen wir mit dem Pool, wenn es so heißt. Brauchst du das? Ja. Okay, jetzt weiß ich, was wir lassen machen. Stuhl. Wir machen ihn weg. So. So? Ja. Oh ja. Nach vorne? Guck mal, wie ich stehe. So. Guck mal, so. So, genau. Genau. Popo raus. Guck mal, stell dich mal vorne hin. Guck mich mal an. So. Popo raus. Und so. Ja. Sexy, ja? Schon besser, aber Popo müsste eigentlich noch mehr raus. Ja? Popo noch mehr raus und richtig hier, sag ich das hier, drückst richtig hier so zusammen. Noch mehr. So mehr noch. Der soll sich ausstrecken. Ah, richtig ausstrecken. Genau. Ja, sag ich, mit dem machst du jetzt einen Schritt ein bisschen weiter vor. Genau. Dann kannst du nämlich noch einen Arsch weiter rausdrücken. Ja? Sag ich, dann machst du so. Das geht schon. Ja? Das geht. Ja? So sieht das viel besser aus. Du brauchst du noch auf den Oberschenkel kommen irgendwie. Das geht. Wenn man kein Speck mehr am Auge ist, vielleicht. Ja, geht das.
Sieht auf jeden Fall so, glaube ich, besser aus. Dann geht's erst hinten? Ja. Ah, so gelenkig wie ein Flusspferd. Das sieht aber ganz schön gut aus, ja, sag ich. Aber auch da sehe ich wieder etwas, was falsch ist. Ja. Du streckst das Bein wieder komplett durch. Das liegt daran, dass du so kurz bist. Ja? Ja. Ja, das ist ein Mast. So, guck mal. Ja, leicht angewinkelt. Guck mal, hier, Knie, wo das Knie ist. Ja, sag ich, und drückst das dann nach außen. Ja, ja, schon besser. Ja. Ich mach mal noch, nach innen. Dahin. So, genau, jetzt hast du es nämlich noch mehr angewinkelt. Ja? So, und jetzt machst du, dreh dich um, als wenn du so eine Hülse machen würdest. Ja? Soll ich das Knie tun, nach außen drehen? Ja. Ja. Kommt gleich noch ein Schatz. So, und auf den Bizeps. Hast du die Hüfte verschoben? Okay, einen größeren Schritt. Da stehst du gerade. Aber jetzt gefällt mir das von den Armen. Du musst nochmal von den Armen das richtig machen. Ja, genau, so und dann auf. Ja, viel besser. So, und jetzt tust du mal die Hände nicht ganz so weit nach hinten ziehen. Ja, sehr gut. So, und jetzt machst du nochmal. Doch mal aufbauen. Ja, sag ich, dann gehst du in die Doppelbizeppose, tust die Handgelenke ganz eindrehen und dann tust du aufmachen. Pow. Das soll ja eine Bewegung sein. Raps und auf. Pow. Sehr schön. Ja, gut. Trizeps. Ich bin fertig. Du bist ganz schön heiß, gell? Wie möchtest du meine Beine? So wie beim Dings, ja, wie du das gerade eben gemacht hast schon. Ja? Ach so, aber ja, sag ich, oder auf die Fußspitzen ist, glaube ich, eleganter als Frau. Ja, ja? Elegant. Ja, ich komme da gerade mit dran. Ah. Dann sieht das natürlich jetzt ziemlich gut aus. Okay. Ja, so ist gerade. Ich komme da hin. Du könntest natürlich in diesem Fall, ja, sag ich, ja, mit den 17 arbeiten. Ja, ja, sag ich, oh, und. Hand runter. Ja, und jetzt kannst du den Arm hier durchstrecken. Und es geht trotzdem. Ist das? Hammerhaftes Stück. Ja. Das sieht gut aus, du. Ja, die sind ja aber die lassen nach vorne. Bauchbeine gibt es übrigens nicht mehr. Ja, stimmt, ich wollte gerade fragen. Bauchbeine fällt flach, ja? Das war's. Gut, das war's ja dann schon. Leute, fangen wir von vorne nochmal an. Du machst das nochmal einmal durch, oder? Ganz draußen. Ich glaube, das liegt an, wenn du diesen Sportbikini anhast, kriegst du, glaube ich, nie die linke Seite richtig raus. Jetzt hast du es. Ja, jetzt ist es wieder weg, okay? Zumindest eine Millisekunde hat es gestanden. Ja, okay. War das so? Nee, so. Genau, man sieht den Schneidermuskel schon. Sehr gut. Sehr gut. Very good. Ich glaube, sogar Erstbrust eigentlich. Ja, klar. Jetzt machen wir noch Spannung auf die Brust und auf die Schultern mit der Beine. Ah, Anspannung. Gut. Ja. Nee. Doch nach außen drehen dann, ja. Voll. Ja,
Los, jetzt schon. Jetzt schon. Passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. Mhm. Wie schwer bist du noch? Heute Morgen 61,1. Mhm. Okay. Was haben wir gehabt auf der Bühne? Vorgestern? Dieses Jahr? Entschuldigung. 47. Jetzt haben wir 61. Ich bin aber auch 6 Kilo schwerer in die Diät gestartet. Ja, ja, klar. Also, wenn wir diesmal 48 sprechen, ja? Naja, dann werden wir die 50-Kilo-Grenze diesmal nicht mehr unterschreiten. Dann werden wir drüber bleiben. Müssen wir gucken, wie viel. Schätzen wir mal. 6, 8 Kilo müssen so jetzt noch runter. Da in dem Bereich, schätze ich mal. Aber das kann man nicht genau sagen. Aber es sieht schon gut aus. Du hast ja sogar schon. Entschuldigung. Du hast ja sogar schon Teilung in den Beinen. Ja, also man kann das erahnen schon. Mhm. Okay, passt schon. Was soll ich noch? Achso, messen. Wenn du passt schon, hast du? Ja, klar. Muss ich einen Handel rollen, oder? So. Alter. Powerpit-Handtuch von 20. Komm einfach her. Umdrehen. Ich muss ja einfach trocken rubbeln. So. Und 4,5. Hm? 9. Und 1 sind 10. Und zwischen 1,5 und 2. Also zwischen 11 und 12 bin ich wieder. Einer weg? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Der ist also wahrscheinlich gerade beim Posen weggeschwommen. Wahrscheinlich. Der eine Millimeter. Das will ich auch sehen. Pool ist offen. Ja, kann sich gerne mal abkühlen gehen. Was streichen wir? Was ändern wir? Was haben wir denn jetzt zurzeit an Carbs? 1,2 Kilo. Gar nichts anderes? Gemüse. Gut, klar. Okay. Kommst du mit den Kartoffeln klar noch? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, tun wir mal 1,2. 900. Dann gehen wir auf 900 Gramm. Also schon mal 20, 40, 60 Gramm weniger. 900 Gramm. Fleisch haben wir wie viel? 800. Und morgens dann gibt es hier Eiklar. Das reicht. Das reicht noch. Cardio irgendwas ändern? Mhm. Ja, du könntest theoretisch, wenn du willst, jetzt schon ein bisschen mehr machen. Kriegel! Du hast eh dicke Haxen. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Da haben wir nicht das Problem, dass wir auf dem Zahnfleisch laufen. Wir laufen auf dicken Haxen. Genau. Also, was machst du momentan? Einmal die Woche 30 Minuten. Okay, dann gehen wir auf 5 mal die Woche 30. Und dann passt das. Soll ich irgendwas nochmal zusätzlich trainieren? Irgendwas nochmal. Keine Ahnung, an den Tagen, wo ich frei habe, irgendwie morgens und abends gehen oder irgendwas tun. Was machst du momentan? Brust? 4 Tage, 5 Tage? 5 Tage gegen Bobo. 5 Tage steht eigentlich. Bobo machst du extra?
Das reicht eigentlich. Du kannst aber auch, wie trainierst du jetzt machen zusammen Brust und Trizeps? Brust und Trizeps und dann mache ich noch Schultern im Anschluss. Einfach Anschluss machst du noch Schultern? Ja, hast du gesagt. Ah ja, okay. Alles an einem Tag, also Brust, vordere Seite, Schultern und Trizeps. Alles an einem Tag. Nee, ich mache nur Schultern, noch einen Satz, also fünf Sätze Seitheben am Ende. Alles klar. Okay. Was wir machen können, ja, ist, dass wir auch fünfmal die Woche Training gehen. Ja, sag ich aber nicht mehr so, sondern dass du praktisch alles einzeln trainierst. Ja, und dann könntest du theoretisch noch ein paar Tage extra machen, also sechs Tage. Wenn das besser ist, mache ich das nicht. Weiß ich nicht. Ausprobieren. Kannst du es gerne mal so machen, dann kennst du den Unterschied. Okay, dann mach ich's. Ja. Das heißt, ich mach dann was zusammen? Dann machst du Brust alleine, Rücken alleine, Schultern alleine, Arme alleine, Beine alleine. Okay, und Popo. Okay, Popo nochmal. Ich brauch einen Kaffee. Ich weiß. Okay, mach ich. Entschuldigung. Ich schlaf ein. Eigentlich muss ich Mittagsschläge machen am Training. Da haben wir keine Zeit für. Der Sprung in den Pool muss heute reichen. Hm?